Wir haben als Homöopathen die Tendenz zu glauben, dass wir die Polykräfte gut kennen und uns daher nur mehr auf kleine Mittel konzentrieren müssen beim Lernen. Dem ist aber nicht ganz so meiner Erfahrung nach. Früher glaubte ich, dass 70% der Patienten Polykräfte brauchen und vielleicht 30% ungefähr kleine Mittel. Bin aber im Laufe der letzten 25 Jahre homöopathischer Behandlung draufgekommen, dass dem nicht ganz so ist, dass es zwar schon etwa 70% wirklich Polykräfte brauchen, 70% der Patienten, aber dass etwa 15% der Patienten auch Polykräfte brauchen, nur die sich anders präsentieren, also die nicht dem klassischen Bild der Polykräfte entsprechen und nur etwa 15% der Patienten kleine Mittel brauchen. Und um diese mittleren 15% wird es in dem Webinar Anfang Dezember bei Artis Seminare gehen. Und zwar werde ich da etwa 20 Fälle zeigen von Patienten, die mit Polykrästen gebessert wurden, aber die Polykrästverschreibungen nicht auf den ersten Blick verständlich oder so logisch erscheinen, weil eben gewisse Aspekte untypisch sind oder unerwartet für dieses Polykräst. So werden unterschiedliche Varianten von Lycopodium vorkommen. Lycopodium ist nämlich eine Arznei, die sich in sehr unterschiedlicher Form präsentieren kann, von sehr schüchtern und unauffällig und die psorische schwache Seite bis hin zu Patienten, die sich extrem selbstsicher präsentieren und manche haben auch beides. Also diese ganz unterschiedlichen Varianten von Lycopodium zu kennen, finde ich extrem wichtig, da Lycopodium meiner Erfahrung nach die häufigste Arznei in der Praxis ist. Auch bei Nux vomica brauchen bei weitem nicht nur Manager diese Arznei, sondern ich möchte auch eine junge Ärztin zeigen und eine ältere Musikerin und eben auch Männer, die überhaupt nicht in das typische Klischee von Nux vomica passen. Auch zwei Fälle von Sepia-Männern sind dabei, finde ich auch wichtig, auch wenn es nicht so häufig ist, aber doch muss man Sepia auch in Erwägung ziehen, wenn gewisse Symptomenkonstellationen da sind bei Männern. Und Tuberkulinum und Calciumphosphoricum sind Arzneien, die die meisten Homöopathen nur bei Kindern verschreiben. Und man sollte aber auch wissen, wie sie sich als Erwachsene präsentieren. Das ist nämlich durchaus anders als bei Kindern. Die Unruhe zum Beispiel sieht man nur mehr in einer anderen, sublimen Form. Ja, also hier die Aspekte zu zeigen, die bei Erwachsenen wichtig sind, möchte ich, ist eines der Ziele bei dem Webinar. Und auch Carcinosinum möchte ich präsentieren anhand von zwei Fällen, die untypisch sind. Eine Patientin, die etwas schmutzig-schmuddeliges hat und alles andere als perfekt ist, und ein Kind, das durchaus dominant ist, was zwei Aspekte sind, die wir primär von Carcinosinum so nicht kennen. Und damit es nicht ganz langweilig wird, sind auch zwei Fälle kleinerer Mittel dabei. Hat auch den Grund, damit das Mitraten während dem Webinar Spannung behält.